Die Bauten gehen voran. Auch die ersten Arbeiter sind schon hier. Sehr schön. Ah, okay. Hier fehlt es natürlich an Arbeit. Nicht an Arbeitern, sondern an Material. Wobei eigentlich auch das hier zuerst gebaut werden sollte. Fehlt nur noch ein bisschen Stahl. Was transportierst du? Okay, gar nichts. Wo fährst du denn hin mit nichts? Beladen 100% von allem. Was belädst du denn? Kollege? Ach, der belädt die Raub, also den Kran und bringt ihn? Willst du mich verarschen? Du hast ihn exakt an die gleiche Baustelle gebracht wie vorher? Was ist das für ein Hohn? Okay. Aber guckt mal. Die Kieswerke und Verarbeitungswerke werden langsam aber sicher gebaut. Also was wirklich noch problematisch ist, ist die ganze Anschlusssache mit Abwasser, Wasser und Strom. Die drei Sachen. Ja gut, die Baustelle. Aber die Baustelle sehe ich relativ zügig aufgebaut. Wenn irgendwann mal der Stahl kommt. Ich befürchte allerdings, wenn ich vorne zur Grenze gehe, wird es wieder, ja, ganz genau, etwas voll werden. Aber es geht voran. Das heißt, die nächsten Großbauprojekte können wir eigentlich schon fast starten lassen. Oh Gott, Alter, das wird auch so Ewigkeiten dauern. Ich meine, immerhin sind unsere Menschen halbwegs zufrieden. Wieso leiden die denn alle Hunger? Ich glaube, dieses Einkaufszentrum kommt nicht mehr hinterher, ne? Die verbrauchen so viel Essen. Zwei Kinder sind gestorben. Das ist nicht gut. 1600 Mal Hunger. Ja, ich brauche viel, viel mehr. Ich muss unbedingt dieses Ding hier bauen. Damit wir endlich ans Essen rankommen. So, was hattest du am Start? Fleisch. Ja, war zumindest wieder voll. Man könnte das... Man hätte das auch ein bisschen effizienter bauen können. Gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, und zwar indem man ein Lager baut. Was man quasi beliefert, wo viel, viel mehr reinpasst als hier diese 4 Tonnen immer. Und dann über diese Werksverbindung hätte man dann immer wieder das Essen und so da reinschieben können. Ist die effizientere Variante. Habe ich mich jetzt aber dagegen entschieden, weil ich eigentlich auch nicht davon ausgegangen bin, dass wir hier so viele Menschen beherbergen. Ja, und wenn diese Kack-Ecke hier vorne mal funktionieren würde... mit der Grenze, dann würde es auch schon etwas schneller und effizienter gehen. Okay, da kann man immer mal wieder eine Fuhre essen. Ja, guck mal, jetzt haben wir auch nur noch 246. Ein bisschen Hunger. Einer konnte keinen Sport treiben, naja. Und 9 haben niedrige Regierungsloyalität. Oh no, jetzt schneit und jetzt fahren die Fahrzeuge wieder alle übelst langsam. Sind denn unsere Schneekipper schon on the way? Nee, also theoretisch ja, aber sie stehen im Stau. Wie jeder. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Wie sieht es denn eben im Wasser aus? Bombe? Bombe? Sehr gut. Noch. Wir haben das Großprojekt noch demnächst vor uns. So, Beton, Stahl. Stahl. Beton. Nee, Asphalt fehlt hier nur noch. Aber es ist auch nur noch eine Fuhre. Und da kommt der Asphalt schon. Man überholt doch einfach die scheiß Raupe. Aber was stehst du hier irgendwie noch rum? Ah ja, okay, hier fehlt es auch noch. Beim Umspannwerk. Oh, ich hoffe, ich habe wirklich an alles gedacht, ne? Bin mir ein bisschen unsicher.
denn eigentlich der Müllplatz hier in der Stadt schon fertig? Das ist ein eindeutiges Ja. Ist der. So, 6 Häftlinge noch. Alter, krass, dass hier mehr Essen und Kleidung drin sind als im Einkaufszentrum. Eieiei, was ist denn hier denn los? 104 Passagiere warten. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr Busse, ne? Du bist nicht derjenige Bus, den ich suche. Ja, ihr müsstet theoretisch alle nach hinten, ne? Ich kann mir ja schon mal 2 neue Busse kaufen. Hast du gar keine... Hast du gar keine Aufgabe? Wie viele Busse sind denn auf dieser Linie hier? Warte mal, Lolona und Singripol. Wie viele Fahrzeuge sind da drauf? 2. Du bist da und du bist da. Das heißt tatsächlich, ich habe einen Bus zu viel. Dann holen wir uns direkt noch einen zweiten Bus. Oder wir holen uns sogar nochmal 2. 82 Passagiere. Und der ist sogar noch schneller. So, da kaufen wir uns 3. Den werden wir verkaufen. Und diese 3 Busse werden dann die Verbindung nach hier hinten stellen. So, hier fehlen tatsächlich nur noch Arbeiter. Oh, und dann hätten wir es endlich. Es wäre so schön. Jetzt muss nur noch der Bus mit den Arbeitern hier hinten ankommen. Da kommt schon mal mehr Stahl. Die Raupen oder die Bagger fahren wieder alle zurück. Ah, guck mal, hier wird fleißig gebaut. Sehr schön. Da sind die nächsten Schritte, glaube ich, auch schon erledigt. Ja, ersten Tonnen Stahl treffen ein. Die Raupe hat ihre Aufgabe hier erledigt. Gut, die beiden müssen wir dann irgendwann nochmal machen mit Kies. Da kommt, glaube ich, schon der nächste Kies. Genau, das müsste der Kies hierfür sein. Jo. Opa hat sogar schon angefangen. Voreilig. Wunderbar, auch fertig. Ja, das mit den Straßen und Wegen, das ist wirklich super gut jetzt. Ich habe beim Bauamt tatsächlich noch ein paar Probleme. So, Mülltrennung müssen wir uns eigentlich auch mal angucken, was da jetzt neu dazugekommen ist. Die Forschung beginnt unter so. Was haben wir denn hier noch? Wiederverwertung von Stahl, Aluminium, Recycling. Das sehe ich ehrlicherweise nicht. Müllverbrennungskraftwerk, das sehe ich. Das macht zwar Umweltverschmutzung, aber das ist mir egal. Dann können wir unseren Müll endlich mal was Sinnvolles nutzen. Oh, das hier ist auch übelst wichtig. So, okay, hier muss erstmal Treibstoff rein. Plus dieses. Jo. So, und dann bitte neue Verbindung. Also ihr kriegt alles von hier. Da wird beladen. Und entladen wird hier. Oh, scheiße. Hier. Die Kneipe auf jeden Fall. War da noch drin? Einkaufszentrum, Kneipe und Gefängnis. Mehr nicht, ne? Das heißt, alle angegliederten Fahrzeuge wechseln jetzt hier hin. So, alle Zielgebäude bitte 80%. Oder wir machen dann gleich 100%. Scheiß drauf. So, hier können maximal 5 Fahrzeuge arbeiten. Das heißt, ich hole mir jetzt noch welche, die Essen und Kleidung noch hin und her schleppen. Also abgedeckte, richtig? Essen, Kleidung, Vieh, ja. Ich hole mal so eine. So, dann müsste das eigentlich alles gut funktionieren. Hoffe ich. Also jetzt auch vor allem ein bisschen schneller. Habe ich echt nicht andere Gebäude, die ich noch versorgen muss, ne?
Achso, das ist eine Wohnung. Ja, hier mangelt schon wieder ein Essen. Ach du Scheiße, weil der Stau aber auch schon wieder unmenschlich weit ist. So, die müssten trotzdem jetzt alle nach und nach losfahren. Wieso habe ich da eigentlich nur 4 Fahrzeuge hier drin? Ich habe euch doch gesagt, hier hinwechseln. Aha. Was bist du überhaupt? Treibstoff. Wow, ich bin auch... Hier will ich doch hin. So, das können wir abreißen. Können wir nicht diese Zwischenstraße hier endlich mal loswerden? So, perfekt. Ich weiß nicht, was hier noch ist. Achso, das war die Anbindung. So, und hier haben wir einen abgedeckten und... Oder 4 abgedeckte und ein Kühlfahrzeug, genau. Ich hoffe, das eine Kühlfahrzeug reicht aus. So, hier muss dann halt, super, irgendwann nur Sprit rein, aber das geht. Wie viele Schneeschieber habe ich eigentlich? So, Müll, Müll, Müll. Wo ich denn die Schneeschieber? So, was haben wir hier? Ach, hier sind die Schneeschieber. Treibstoff. Achso, ja, hier und die Chemicals. Ja, gut, das Ding hat aber auch wenig bis gar keine Arbeit. Könnte ich eigentlich auch daneben setzen, ne? Dann könnte man hier unten mal so ein bisschen aufräumen. Die Schneeschieber, bin ich ehrlich, ich hätte auch gern ein eigenes technisches Depot noch. Nur für die Schneeschieber. Weil die werden wir halt... Je mehr Straßen wir haben, halt umso öfter auch brauchen. Oh mein Gott, hier. Jetzt. Busser. So, erster Halt. Zweiter Halt. Kopieren. Auf euch. Linienabstand. Und starten. Auf geht's. Ja, muss erst berechnet werden. Dauert mal ein bisschen, bis die Abstände eingehalten werden. Aber alles gut. Boah, ich hoffe, dass sie... Hier warten einfach 200 Leute. Das wird jetzt so mitgenommen werden. Jo, null Arbeiter. Null Arbeiter. Null Arbeiter. Null Arbeiter. Wo wollt ihr denn eigentlich alle hin? Was ist denn dein Ziel? Ist mir egal, Alter. Warten auf Plattform, aber da steht nicht, was er machen will. Okay, ich habe keine Ahnung. Also wir fahren auf jeden Fall mit 3 leeren Bussen nach hinten. Oh, guck mal, das... Nee, okay, da dauert es doch noch ewig. Sieht irgendwie schon größer aus, als wenn es... Also wir... als es wirklich ist. Oh Gott, aber wir haben es gleich geschafft. Dann haben wir hier vorne keine Baustellen mehr. Ja, und dann beginnt der richtige Spaß. Ah, das mit dem Essen ist grauenvoll, ne? Aber ich hoffe, dass die beiden das jetzt besser hinkriegen. Ansonsten könnte man natürlich auch einen kleinen Lebensmittelmarkt noch bauen. Fuchs. Keine Ahnung. Ist hier irgendwo noch Platz? Hier wäre noch Platz. Oder? Ja, ich habe leider so viele so viele Bäume gepflanzt, dass ich nicht mehr sehe, wo ich hinbauen kann. Hier passt dann hin. Könnte man eigentlich nochmal machen, ne? Komm, wir bauen noch mal ein. Na, gehst du da ran? So.
Ja, guck mal, da kommen auch alle ran. Perfekt. Können wir den schon zuordnen? Ich glaube nicht, ne? Der muss erst stehen. Mhm. Naja, okay. Aber dann haben wir nochmal einen extra Lebensmittelmarkt nur für Nahrung. Ich glaube, das ist nicht... Ja, und für Fleisch auch noch. Ja, das ist schon perfekt. Dann setzen wir den auch noch. Nächste Forschung abgeschlossen. Das mit dem Tourismus. Das müssen wir uns mal angucken. Hotel. Die Standards der besseren Hotels. Ach, was mich übrigens auch noch interessiert. Gute genaue Agenda für Ausstellung von Visa für Bürger aus westlichen Ländern. Okay, das können wir machen. Was mich mal interessiert, sind bessere Wohnhäuser, also Plattenbauten. Ich befürchte allerdings, das können wir nicht in den beiden Unis forschen, sondern in den anderen, ne? Das wäre schade, aber wir wissen, woran es liegt. Naja, also ich glaube, das Ding hier ist schon wirklich wichtig. Ich bin ehrlich, das Verteilungsbüro finde ich fast zu klein mit fünf Fahrzeugen. Spätestens wenn wir nachher unsere eigene Nahrung und sowas produzieren, dann sind die Wege halt noch weiter. Ich nenne hier auch mal Arbeiter jetzt an. Das fürchte immer noch nicht, ne? Arbeitet die denn? Ja, irgendwas passiert. Also irgendwas wird gebaut. Sieht jemand was wachsen? Also die Ressourcen werden auf jeden Fall weniger. Sie werden gesetzt. Das ist gut. So, hier mangelt es an Stahl. Oh, da sind, glaube ich, tatsächlich Arbeiter gerade gekommen. Ja. Wow, okay. Oh, ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, ich brauche unbedingt mehr von diesen Autos hier, ne? Von diesen Belieferfahrzeugen. Okay, hier mangelt es dann nur noch an Stahl. Sieht der Stau aus? Kacke. Meine Schneeschieber haben gar nichts zu tun. Lange nicht mehr geschneit. Perfekt. So, du hast Essen am Start. Ach Mann, Alter, diese Kreuzung ist so schlimm. Ich müsste mich mal überlegen, ob ich die Kreuzung hier vielleicht umbaue und hier raufsetze. Also wie gesagt, der Schneeschieber kommt eh irgendwann weg. Kriegen ein eigenes Depot. Ja, euch würde ich tatsächlich eigentlich lassen wollen. Aber vielleicht setze ich die einfach neben die Dings hier hinten. Das könnten wir mal machen. Verteilungszentrum. Kostenloses. So, dann lassen wir die hier mal umziehen. Ich muss mir nur merken, was die alles drin haben. Kann man das eigentlich kopieren, den Auftrag? Nee, ne? Also, okay, ihr holt Sprit ab. Gebt das. Das erste schon mal an die Tankstelle. Wir machen mal 80%. Dann haben wir das Bauamt. Feuerwache, Klinik, Holzfäller, Polizei und ein Verteilungsbüro. Bauamt, Holzfäller. Das war nicht der Holzfäller. So, Klinik, Polizei. Achso, Feuerwache. Ne, Klinik braucht, glaube ich, nicht, ne? Doch, Klinik braucht auch. Feuerwache, Polizei. So, Tankstelle, Bauamt, Holzfäller, Klinik, Feuer, Polizei.
Ach, das Ding hier auch noch, ne? Das Verteilungsbüro hier noch. So, Feuer, klein Holz, Polizei, Tankstelle. Hm, ja, ist exakt das, was ich hatte. Das heißt, das Ding werden wir abreißen. Und was ich vergessen habe, werde ich nie wieder finden. Nee. So, das hat. Ihr braucht das an Treibstoff. So, du bekommst Treibstoff. Genau. So, du bist nur für Personentransport unterwegs. Bauamt 2. Ja, stimmt. Das sollte man vielleicht auch anschließen. So, jetzt müsste der eigentlich mal losfahren, ne? So, obviously not. Achso, ja, aber ich doof bin. Ihr müsst natürlich hier beladen. Im Zollhaus. So, jetzt macht das auch wieder mehr Sinn. Ja, hier sind keine Fahrzeuge. Hier, das haben wir. Das sehe ich auch alles nicht. Okay, ich glaube, wir haben es. Technisches Depot könnten wir vielleicht. Oder fahren die an die Dinger vorne ran? Die fahren an die Tankstelle hier ran. Ja, wie gesagt, technisches Depot oder technischen Dienst für die Schneeschieber brauche ich auf jeden Fall noch. So, jetzt müssen die Schneeschieber wieder losfahren. Es schneit. Minus 13 Grad. Das ist nicht gut. Das ist kalt. So, 0 Bauarbeiter. Großartig. Na gut, spätestens wenn die Dinger hier alle aktiv sind, werden wir, glaube ich, ein paar mehr brauchen. Ja, wunderbar. So, die Kiesgrube ist gleich fertig. Sie musste noch aufgebaut werden mit Mensch. So, ich kann mal hohe Prio setzen. Ah ja, guck mal, hier fehlt es auch gar nicht mehr an so viel. Dann brauchen wir noch die letzte Stufe mit Ressourcen, aber das sollte hoffentlich dann auch gehen. Ja, hier brauchen wir, glaube ich, nur noch... Nee, Stahl. Alter. Müllarbeiter. So, Abwassertank steht. Müll muss noch aufgebaut werden. Wasseranschluss fehlt, wie gesagt, noch Stahl. Wow, hier fehlt alles. Aber der Weg ist immerhin schon mal gebaut, das ist gut. Ja. Wir nähern uns dem Ende. Hier muss auch nur noch aufgebaut werden. 5 Arbeitstage. Und hier haben wir auch gar nichts mehr, ne? Das steht alles. Okay, das bedeutet, wir können uns langsam darauf vorbereiten, das mache ich aber erst, wenn es warm ist, die Wasserversorgung zu kappen und neu zu verlegen. Achso, das hier ist natürlich noch offen, logisch. Aber das hat jetzt nicht unbedingt die allerhöchste Priorität. Das Ding ist aber auch fertig, oder? Ja. Wasserpumpe steht. Heute hat keinen Strom. Genau, das kriegst du hiervon. Die fahren zur Kiesgrube, sehr gut. Der hat 4 Arbeiter am Start. Der hat 14 am Start, sehr gut. Und der Kollege, der fast 67 am Start. Wieso bringt denn der Arbeiter hier hin? Vom Zollhaus. Für wen arbeitest denn du? Er bringt Menschen zum Zollhaus. Ach so, da hinten hin.
ganz ehrlich, die finde ich eigentlich mittlerweile sinnlos. Ich meine, klar, die arbeiten dann hier alle für mich, aber ich hätte die Arbeit eigentlich gerne woanders. Vor allem, er bringt auch direkt 20 wieder nach Hause. Ist ja auch eine Scheißarbeit, die er da vollbringt. Ach naja, so, die Kiesgrube steht. Hervorragend. Dann können wir schon mal die ersten Fahrzeuge besorgen. Damit die sich hier auch vorbereiten können. Das hier sieht auch sehr fertig aus. So, das Gebäude hat keinen Strom. Keine Arbeiter oder Nutzfahrzeuge. Was braucht ihr? Ah, okay, ihr braucht Bagger. Dann einmal drei Bagger. Und einmal Treibstoff. Zack. Dann müssen die scheiß Bagger nämlich nicht zur Tankstelle düsen. Was halt sowieso super ungünstig wäre. So, jetzt bräuchte ich nur noch den Stromanschluss, also sprich das hier. Dann könnte das sogar schon anfangen zu arbeiten. Es sind sogar schon 8 Arbeiter vor Ort. So, sehr gut, da wird planiert. Oh, ich glaube, der Müllplatz wird jetzt fertig. Erstmal unwichtiges Gebäude. Genau, hier können wir schon mal sagen, hier kommt bitte nur rein Kies. Fehlende Ressource Kies. Ach so, ja. Na klar. So, hier kommt aber nur Kies rein. Ach so, Bruchstein produzierst du, ne? Kein Kies. Genau, Bruchstein, das wird dann hier über die... ich weiß gar nicht, wie es heißt. Über das Förderband ins Kieswerk gebracht. Daraus wird dann Kies produziert aus dem Bruchstein. Und dann sind wir hier. Hier muss ich nur gucken, wie wir rankommen. Aber achso, ne, vermutlich hier einfach über die... Beladedings. Perfekt. Sehr schön. So, ich weiß nicht, für was der Stahl ist. Naja, für das hier. Gut, also die letzten... Keine Arbeiter, keine Fahrzeuge. Ja, Fahrzeuge müssten jetzt hoffentlich irgendwann kommen. Ach, die brauchen ja so ewig. Ah, da sind sie. Jo. Okay, angeblich hat er kein Fuel. Der auch nicht. Der auch nicht. Aber den Weg dahin schaffen sie immerhin, ne? Das wäre auch geil, wenn die auf dem Weg quasi von der Grenze dahin schon direkt liegen bleiben, weil sie keinen Sprit haben. Ja, das wäre arschlos. Da würde es ja nie ankommen. Weil ich glaube, du kannst denen nicht sagen, geh zuerst tanken. Weil sie sind ja an der Tankstelle vorbeigefahren, wie wir wissen. Und dann fahrt er erst zu eurer Baustelle. Oder zu eurem Arbeitsplatz. Alter, was die an Sprit versemmeln, ist ja Wahnsinn. Unfassbar. Ja, eigentlich müsste man die alle transportieren lassen immer. Oh, Kieswerk steht auch gleich. Können alle trotzdem nicht arbeiten, weil kein Strom da ist. Nein, jetzt fährt er. Jetzt fährt er zur Tankstelle, ne? Oh, was ist das denn? Passagiere? Was ist das? Ein Zeppelin oder was? Wow, okay. Hab ich gesehen. Sag mal, ist das hier überhaupt angeschlossen? Alter, mach mich nicht schwach.
Alter, das ist doch überhaupt gar nicht angeschlossen. Oh Mann, warum ist denn dieser Fehler jetzt hier? Oh. Naja, okay, kümmern wir uns morgen drum. Hinten noch Strom. Den einen Brocken. Und dann machen wir Wasser. Und wenn wir Wasser haben und das Ganze hier läuft, dann gehen wir an die nächste Produktion. Oh, was ist jetzt los? An die nächste Produktionskette, nämlich die Bauernhöfe. Das wird auch nochmal lustig. Gut. Erstmal vielen Dank. Bis morgen. Zur nächsten Folge Workers and Resources. Adieu.